Alfred ist ein Oldschool-Trainer, der, als ich Spieler war, uns ab und zu auch gedrückt hat. Er ist einfach erfolgreich. Und deswegen sitzen wir auch hier in der Kabine und zusammen und hatten wir auch unfassbaren Spaß, weil wir den Erfolg auch suchten und das konnte uns Alfred alles anbieten. Ich finde das ein Privileg, dass ich ein Jahr an seiner Seite jetzt stehen konnte. So, jetzt bin ich gespannt. Ich denke, der wird erst, wenn ich dann endlich gültig weg bin, loslegen und seine richtige Linie zeigen. Das wird richtig gut und garantiert dann, dass ich das bis jetzt gemacht habe. Ich denke auch, dass er mehr kommunikativ da einsteigen wird, als ich früher mal war. Und die Leute auch gerade, seine Assistenten, mehr einbinden. Ja, wird man sehen. Werden wir sehen, ja. In Philipp Icher steckt gar kein Spieler mehr. Also das ist ziemlich einfach daher zu sagen, dass ich schon relativ lange wie ein Trainer ticke, beziehungsweise die meine letzten Jahre in meiner Karriere. Da konnte ich aufrichtigerweise auch nicht viel auf dem Spielfeld beeinflussen. Deswegen war das mehr, dass ich von außerhalb des Spielfeldes das beeinflussen wollte. Und dann habe ich natürlich meine Frau gefragt, ob wir diesen Anführungsstrichen Wahnsinn zusammen machen wollen. Und sie hat mir so quasi grünes Licht gegeben. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich möchte wirklich auch Trainer diesen Job probieren, weil das irgendwie weitergeben. Aber das Allerwichtigste, wenn ich das realisiert habe, war das, wenn nach dem Gespräch mit meiner Frau, als sie sagte, hey, das musst du machen, also das ist dein Leben und wir werden dich einfach begleiten. Und ich glaube, das war nicht anders bei dir, oder? Ich bin irgendwie da reingerutscht, ne? Und habe mehrere Male versucht, da rauszukommen, aber ich landete immer wieder da drin. Ja, habe ich festgestellt, dass meine Ausbildung als Historiker nicht so, ja, lieber ein mittelmäßiger Coach als ein schlechter Historiker, oder? Ich bin etwas ruhiger geworden, etwas altersmilde geworden. Milde. Ein Weichei geworden vielleicht, aber früher war das so, dass ich habe da viel zu hart, manchmal auch viel zu aggressiv gegenüber den Spielern. Okay. Ja, viele haben das mir sehr übel genommen. Einige haben dann Jahre nachdem wir zusammengearbeitet haben, mir gesagt, naja, die haben das ein bisschen später kapiert, was ich da eigentlich wollte und was der Zweck von dem ganzen Theater manchmal war. Aber ich habe mich garantiert beruhigt in vieler Hinsicht. Heutzutage muss man dich zwingen, dass du ein bisschen. Ja, meine Beleidigungsstunden halten sich in Grenzen mittlerweile. Und, schade, finde ich. Ja, so ist das. Kannst du jetzt machen, übernehmen. Weißt du. Was Alfred gut macht, wenn du ihm was sagst, der antwortet nicht. Der nimmt das einfach auf. Entweder benutzt das oder schmeißt das in den Mülltonne. Aber auf jeden Fall nimmt das wahr. Das ist die Sache, die mir am meisten an diesem Jahr imponiert. Diese Erfahrung muss man auch irgendwie als greifbar bezeichnen. Und das ist das genau, was ich von dieser Zeit mit dir, Chef, zu mir nehme. Abgesehen von den allen anderen Sachen, was wir zusammen ja, so durchgemacht haben. Mit 26 Jahren zwei Trainer insgesamt. Das ist eine sehr wichtige Sache bei THW, diese Kontinuität. Nicht immer komplett alles neu machen, sondern eine Basis zu haben. Ich war schon sehr involviert natürlich, dass Philipp erstmal als Co-Trainer einsteigt und als Nachfolger war. Die Gründe waren auch, weil Philipp einer der wenigen Spieler war, der sich sehr, sehr viel mit dem beschäftigt haben, was wir gemacht haben. Das sind dann halt die Spieler, die gute Trainer werden. Und natürlich denke ich schon ideal, Nachfolger, weil er kennt das alles, was hier ist. Er kennt sogar, was mein Vorgänger hier gemacht hat. Und Philipp wird mit Sicherheit auch andere Sachen mitbringen, was er aus seiner Erfahrung bei Barcelona oder in den Nationalmannschaften und sonst wo. Was ihm sehr, sehr viel helfen wird, ist halt diesen Einflüssen von eigentlich überall. Er zusammenbauen wird in eine Linie, die ihm passt und natürlich auch der Mannschaft passt. Das ist natürlich Alfreds Erfahrung,
Das ist die Werte, das ist sehr wichtig, auch in diesem Geschäft, dass man trotz der Veränderungen, trotz den ständigen Druck, Alfred ist immer korrekt geblieben. Das schätze ich am meisten. Ich weiß, dass er extrem viel zu tun hat und auch Druck hat, aber es ist trotzdem immer, er versucht immer mit uns überall da zu sein. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch, denke ich, für die Zeit, nachdem ich weg bin, also wird das extrem wichtig, dass dieser Kontakt zwischen Philipp und Viktor sehr gut ist und dass sie aufeinander bauen können, sagen wir so. Viktor macht einen tollen Job einfach. Ich glaube, der hat vieles in die richtige Richtung bewegen können und ist natürlich auch ein Mensch, der hinter seinem Wort steht, und das ist bei den Jungs und in der Umgebung auch immer herzlich willkommen, und er ist einfach der Mann, der das richtig, richtig gut macht, und es war einfach ein Glücksfall. Für mich würde ich mich am besten freuen, auch mehr Zeit für die Familie oder für die Enkelkinder zu sehen. Das ist so eine Sache, das auch sehr kurz kommt, wenn man immer unterwegs ist. Und das freue ich mich sehr drauf. Ich bin aber sehr gespannt, was passiert, wenn ich dann halt nach 2 Monaten keinen Handball gemacht habe. Damals, wo ich entlassen wurde in Magdeburg, erstmal sehr gefreut auf die Zeit, aber nach 2 Monaten saß ich da immer. Kannst du nicht hier rumschützen und nichts machen. Also jetzt muss ich irgendwas machen. Und so ging das los. Mal sehen, wie das jetzt wird. Aber ich freue mich einfach auf keinen Druck zu haben, direkt irgendwo in einem Monat anzufangen. Also unsere Wette läuft, ja. Ja, tja, die werde ich gewinnen. Ich glaube, Alfred ist, wie ich ihn kannte, als Spieler, wenn wir verloren haben, dann nächsten Tag sah er nicht gut aus. Dann, die unerfahrenen Spieler dachten, oh Gott, der Trainer hat gar nicht geschlafen. Man ärgert sich natürlich ewig über verlorene Spiele. Also ärgere mich auch bis heute immer noch, immer wieder über das Heimspiel hier gegen Magdeburg, was wir hier verloren haben im Februar. Weil die Lage wäre ein bisschen anders, wenn wir das nicht gemacht hätten. Aber das ist halt so. Ich ärgere mich in erster Instanz natürlich nach dem Spiel, also wenn man nicht schlafen kann. Aber zweiten Mal, was noch viel schlimmer ist, wenn du das Spiel dann nochmal anschaust, oder? Beim Video. Genau, das ist das ist manchmal eine Quälerei, sich das anzutun. Ja. Aber muss man machen, leider. Ich ärgere mich natürlich auch, habe ich sehr geärgert über diese ständige Regeländerung und was die Funktionäre da in den Handball reinbringen, um irgendwas zu zeigen, dass sie was getan haben. Mit aller Macht versuchen die, den Handball wieder in Richtung 70er Jahre zu fördern. Was heißt die Regeln, die Auslegung? Das hat mich am meisten geärgert, denke ich, letzten Jahre. Auch natürlich das Thema, was ich eigentlich gar nicht mehr anspreche, ist diese Belastung auf die Spieler. Das ist, dass wir immer mehr und mehr und mehr Turniere haben für die Nationalmannschaften und so weiter, dass die Spieler auch überhaupt gar keine Zeit haben für irgendwas. Also nicht, dass jeden dritten Tag zu spielen ist nicht das Schwierige, denke ich, für viele, sondern dass die teilweise Quali-Spiele am 20. Juni haben und müssen dann am ersten Woche Juli anfangen zu trainieren für die kommende Saison. Versucht das ein Basketballer NBA zu erklären, dass es so ist. Die müssen mindestens da 2 Monate ab Mitte Mai haben, um zu regenerieren, bevor das dann wieder losgeht. Das ist das Ziel. Ja, aber wir reden immer darüber, aber das kommt immer Gegenteil kommt immer raus. Und dann sitzt du da und du weißt ja nicht mal, wer entscheidet das. Ja, klar. Natürlich. Also von meiner Seite aus. Wir werden sicherlich uns austauschen, aber ich möchte Philipp auch nicht belagern mit irgendwelchen Kommentaren oder irgendwelchen Ratschlägen. Also er muss sowieso seinen Weg gehen und das ist, ohne Frage wird das kein Problem sein. Aber
Aber ich weiß sowieso, dass er kann mich jederzeit anrufen und ich glaube, das würde ich schon eher mal nerven, wenn ich da ständig im Trainingszentrum auftauche. Sicherlich nicht. Also ist auch deine Ruhe haben, ja? Nein, ich nehme das, ich habe von dir gelernt. Wenn du mir was sagst, ich werde das aufnehmen, ich werde nicht gar nicht reagieren. Ja, eben. Etwas benutze ich. Hier natürlich. Rein, da raus. Ich glaube, das ist immer so, dass man die Leute vermisst, gerade die Mannschaften, die Spieler. Das würde ich schon, denke ich, sehr vermissen, weil das ist ein sehr kreativer Prozess eigentlich, mit jungen Leuten zu arbeiten. Hält einen, glaube ich, auch wenn man es nicht sieht, relativ jung, einfach auch in den Kopf, dass man ständig mit diesen deutlich jüngeren Leuten in Kontakt ist. Und ja, ich werde, denke ich, diese Arbeit mit der Mannschaft schon sehr vermissen und mit den Leuten. Ich werde das sicherlich nicht vermissen, vor dem Video zu sitzen und ein Spiel analysieren. Das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Tja. Busfahrt? Ja, die Busfahrten. Also wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich sagen, mein Leben im Bus. Ich habe da, glaube ich, 10 Jahre meines Lebens im Bus verbracht. Ja, wir müssen auch Mannschaftskasse bezahlen. Gerade diese Sache mit Handyklingel hat mich schon viel gekostet. Das hat mich schon sehr geärgert, weil jedes Mal kostet das irgendwie 100 Euro. Ja, aber du musst dazu sagen, dass du eigentlich nicht zahlst, sondern deine Frau erledigt das für dich dann am Ende der Saison. So ist das. Läuft das so bei euch zu Hause, dass deine Frau alles für dich einfach regelt? So ist das. Das ist irgendwie schon ein sehr großer Teil von meinem Leben gewesen. Und ist eine unglaublich schöne Sportart, finde ich, die schönste Sportart überhaupt, weil die so komplex ist und weil es auch ziemlich viel im Kopf geschieht. Handball ist mein Leben. Also ich habe keine Ahnung, was ich geworden wäre ohne Handball, weil Handball hat mich formiert als Mensch in meine Persönlichkeit und das hat sich alles um den Handball gedreht und ich bin einfach glücklich zu sagen, dass ich ein Handballer bin. Du als Tscheche aus Pilsen wärst du sonst ein Bierbrauer geworden, oder? Das ist sweet. Das ist Schafskopf. Nein, Quatsch. So, es geht um Medaillen oder so, weißt du? Ich hab gerade. Na klar. Das magst du, oder? Oh, ja. Wirklich? Natürlich. Das andere ist nur ab und zu, aber da viel mehr Zeit bringe ich damit. Komm, nimm das mal irgendwie beide. Beleidigung, es war nur. Das halt war so eine Phase, weißt du. Hallo Alfred. Ich würde hören, ob du wirklich deinen Computer brauchst für nächste Saison. Ich glaube nicht. Das Ding geht kaputt nach und nach jetzt. Es schafft bis Saisonende, aber ich glaube nicht, dass ich meinen Computer brauche, denn ich werde auch nicht Videos schneiden. Nein? Gar nichts werde ich das mal da machen. Das kannst du mich so oft anrufen, wie du willst. Na, vielleicht noch ein Spiel oder zwei, aber mehr nicht. Hey Alfred, wie lange schaffst du es, ohne Handball auszukommen? Bis Januar 2020 oder Februar. Lieber Trainer, ich habe eine wichtige Frage für dich. Wie viel Flasche Rotwein trinkst du an unserem ersten Spiel der neuen Saison? Aber bitte ehrlich sein. Ja, ich werde vor dem Fernseher gucken und ich werde nur eine richtig gute Flasche Rotwein rauspacken. Und die genießen, weil er so gut spielt. Es reicht. Ja klar. Also